griechischen Bürger haben entschieden. Sie haben sich mit 62% und mit einer ganz großen Mehrheit gegen die Vorlagen der EU-Troika, also der Europäischen Zentralbank, der Europäischen Kommission und des Internationalen Währungsfonds, gegen diese Vorgaben entschieden. Das ist erstmal ein großer Sieg für die nationale Souveränität. Die griechischen Bürger haben sich dafür entschieden, ihre nationale Souveränität zu verteidigen, sie nicht durch fremdräumliche Institutionen untergraben zu lassen. Und das sollte eigentlich der erste Schritt hin zu einer geregelten Auflösung der Europäischen Währungsunion sein. Das einzige Problem, was nämlich jetzt noch besteht, ist, dass eben die politische Klasse in Griechenland weiterdenkt, sie könnte sich eben ihren Sozialstaat und ihr Wirtschaftssystem weiterhin von Bürgern anderer europäischer Staaten bezahlen lassen, die aber ebenfalls Staaten sind, die ihre nationale Souveränität in Anspruch nehmen sollten und wo auch beispielsweise die Bürger hier in Deutschland die Möglichkeit haben sollten, darüber zu entscheiden, für welche Kredite man denn bürgen will und für welche nicht. Insgesamt ist jetzt eine Entwicklung eingeleitet worden, die sicherlich dazu führen wird, dass dieser Souveränitätsverlust gestoppt wird, dass das unselige Euro-Projekt gestoppt wird und dass wir wahrscheinlich auf dem bald die ersten Schritte zur Wiederherstellung nationaler Währung sehen werden.